Zu dieser Episode gibt es wie immer ein PDF auf meiner Patreon-Seite zum Download. Wenn ich keinen großen Hunger habe, esse ich etwas Kleines. Ein Snack. Ich liebe Snacks. Manchmal bekomme ich plötzlich Heißhunger darauf und esse viel zu viel davon. Danach kann ich sie für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Als ich ein Kind war, gab es in unserer Stadt ein Kino. Es war das einzige Kino der Stadt. Es war klein und hatte rote Samtvorhänge in den Kinosälen. Wenn man durch die Eingangstür gelaufen ist, konnte man direkt den Duft von frischem Popcorn riechen. Meistens habe ich mir ein mittelgroßes Popcorn für 2,50 Mark gekauft. Das war das eigentliche Highlight, nicht der Film. Einmal habe ich zu Hause plötzlich großen Heißhunger auf Popcorn bekommen. Wie es der Zufall so wollte, gab es eine Dose mit Mais im Schrank. Perfekt. So schwer kann es ja nicht sein, ein bisschen Popcorn zu machen, habe ich gedacht. Ich habe den Mais in einen Topf gefüllt, erhitzt und auf den Duft von frischem Popcorn gewartet. Nach einer Weile roch es ziemlich intensiv, gar nicht so, wie ich es aus dem Kino kannte. Ich habe noch etwas Butter dazu gegeben. Vielleicht war das die geheime Zutat aus dem Kino. Am Ende roch es so stark nach verbranntem Mais mit Butter, dass mir übel geworden ist. Ich habe diesen ekelhaften Geruch lange nicht mehr aus der Nase bekommen und konnte für die nächsten Jahre kein Popcorn mehr essen. Aus Dosenmais Popcorn zu machen, war keine gute Idee. Von anderen Snacks kann ich selbst nicht die Finger lassen, wenn mir davon schlecht wird. Chips zum Beispiel. Wenn ich zu lange mit einer Tüte Chips alleine gelassen werde, dann ist sie nach kurzer Zeit leer. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn es um Chips geht, bin ich nicht besonders kreativ. Bis vor kurzem habe ich sogar gedacht, dass es nur eine richtige Art gibt, Kartoffelchips zu essen. Direkt aus der Tüte, so wie sie sind. In Mexiko habe ich dann festgestellt, dass es ein Universum an Möglichkeiten gibt. Dort gibt es an fast jeder Straßenecke einen Kiosk mit vielen unterschiedlichen Chipsorten. Ich wollte mir also einen kleinen Snack gönnen und habe mir eine Tüte gekauft. Plötzlich hat die Verkäuferin die Chipstüte mit einer Schere aufgeschnitten. Wie jetzt, habe ich gedacht. Vor ihr standen ein paar große Behälter, die sie nacheinander geöffnet hat. Es gab eine Art Salat, Gewürze und scharfe Soßen. Sie hat die Zutaten nach und nach in die Chipstüte gefüllt. Am Ende hat sie eine Limette darüber ausgepresst. Wow, aus dem kleinen Snack ist fast eine Hauptspeise geworden. So kann man Chips also auch essen, habe ich gedacht. Sie hat mir alles in die Hand gedrückt und ich habe dafür ungefähr 1 bis 2 Euro bezahlt. Mehr nicht. Dafür bekomme ich hier noch nicht mal eine gewöhnliche Chipstüte. Mittlerweile esse ich Chips zwar wieder ganz einfach, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass es nicht die einzige Art ist, Kartoffelchips zu essen. Aber ich liebe auch süße Sachen. Egal ob morgens, mittags oder abends. Hin und wieder esse ich Frühstückscerealien mit Milch. Sie sind nicht nur süß, sondern auch praktisch, weil sie schnell gemacht sind. Ich mag Cornflakes oder die mit Schokolade. Einmal ist mir die Milch ausgegangen und ich wollte unbedingt meine Schokocerealien zum Frühstück essen. Trocken schmecken sie zwar auch, aber ich brauchte etwas Flüssigkeit dazu. Ich habe kurz überlegt, Wasser zu nehmen, aber das wäre ziemlich ekelhaft gewesen. Schokolade und Wasser. Schokoladenwasser. Nee.
Dann habe ich einen Naturjoghurt im Kühlschrank gefunden. Ich war mir nicht ganz sicher, ob beides zusammenpasst, aber Not macht schließlich erfinderisch. Das bedeutet, dass man ungewöhnliche Lösungen finden muss, wenn einem etwas fehlt. Ich habe den Joghurt mit den Schokozerealien vermischt, ein paar Früchte dazugegeben und gegessen. Gar nicht so schlecht. Ich hatte nicht erwartet, dass die Kombination so gut schmecken würde. Probieren geht eben über Studieren. Das bedeutet, dass man bestimmte Dinge ausprobieren muss, um zu sehen, ob sie funktionieren, statt sich theoretisch damit zu beschäftigen. Welchen Snack isst du am liebsten? Also, bis nächste Woche. Tschüss. Das PDF zu dieser Episode mit dem Text und den Vokabeln und Übungen findet ihr wie immer auf meiner Patreon-Seite auf www.patreon.com/mygermanshortstories.